Moin Moin und willkommen zurück zu einer neuen Folge Expedition The Mudrunner Game. Beim Spiel, was nicht so gut ist. Aber wir machen weiter. Denn ich habe keine Lust aufzugeben. Deswegen machen wir weiter damit, den KRS Bandit zu holen. Und ich habe nochmal im Internet geguckt. Das ist mit eine der schlimmsten Missionen im Spiel. So wie ich das vernommen habe. Und man kriegt danach auch den KRS Bandit. Also, immerhin lohnt es sich. Obwohl ich auch gehört habe, dass der KRS Bandit gar nicht so toll ist im Spiel. Aber das werden wir dann erst rausfinden. So. Na komm. Ich werde höchstwahrscheinlich wieder fluchen. Weil diese Mission halt echt ein bisschen Bullshit ist. Das Spiel halt auch. Allgemein. Und ich weiß jetzt auch, was mich da dran so aufregt. Warum ich finde, dass das Spiel Bullshit ist. Weil es halt sehr viele Spielmechaniken hat und so weiter. Oder sehr viele Sachen, die passieren, hat man einfach keinen Einfluss darauf. Zum Beispiel jetzt, wie der KRS Bandit hier hochfährt und so weiter, kann ich halt nicht richtig bestimmen. Und ob der jetzt irgendwie Allrad anhat oder Differentialspurte, Lastengang oder sonst irgendwas, kann ich halt leider nicht bestimmen. Das ist halt natürlich ein bisschen doof. Natürlich bei SnowRunner kann man das bei vielen Trucks dann auch nicht. Okay. Hier müssen wir einen Bodenanker setzen. Und noch so eine Sache. Dieser Versuch ist halt noch mal schwerer als vorher. Denn letztes Mal hatte ich ja auch den Bodenanker, den man umsetzen konnte. Auch allein schon an solchen Sachen. Dass wenn man die Winde dran macht, der sofort die Bremse löst, der KRS Bandit, und man einfach komplett nach hinten gezogen wird von dem. So, das ist doch, weiß ich nicht, das kann man doch besser lösen. Komischerweise ist es bei SnowRunner schon viel besser gelöst. Aber naja, was soll's. So, achso, genau. Ja, ich hatte ja diesen wiederverwendbaren Bodenanker. Den habe ich diesmal nicht. Aus einem einfachen Grund. Weil die Airdrops gibt's ja einfach nicht mehr. Die sind weg. Wenn man die einmal aufgesammelt hat, sind sie weg. Das ist auch gut zu wissen. Und das ist leider schon wieder ein bisschen schade, dass einem das Spiel das nicht klar macht von Anfang an. Oder sagt oder sonst irgendwas. Weil ich bin jetzt eigentlich immer davon ausgegangen, weil wir sehr oft auf der ersten Map, glaube ich, die Airdrops immer und immer wieder eingesammelt haben, meine ich eigentlich. Ich weiß nicht, ob die es jetzt irgendwie geändert haben mit einem Patch oder so. Ich weiß es nicht. Aber die Airdrops sind jetzt einfach weg. Die drei Stück, die ich eingesammelt habe, letztes Mal. Und dementsprechend auch der Treibstoff, den ich da draus geholt habe. Beziehungsweise, jetzt kann ich halt da nicht mehr auftanken. Und ich habe umsonst Angela Meyer beauftragt als Operator. Oder als Unterstützung. Weil die gibt ja pro Airdrop, glaube ich, 50 Treibstoff mehr. Also da ist 50
Liter mehr Treibstoff drin. So, aber zum Glück hatten wir ja letztes Mal ein bisschen, also wir hatten ja letztes Mal ein bisschen Probleme mit Treibstoff. Und zum Glück habe ich daraus gelernt und ich habe mir die Pritsche ein bisschen voll gemacht schon. Natürlich wäre es eigentlich noch mehr, hätten wir die Luftabwürfe. Naja, aber ich habe mir noch den Acteon mitgenommen. Apropos, wir müssen mal langsam auftanken. Genau, ich habe mir aber noch den Acteon mitgenommen und den Affin. Mit Pritsche und auch jeweils dann 200 Liter müssen das sein, ne? Vier Inventarplätze voll mit Treibstoff. Und ja, mal gucken, wie das so klappt. Wie wir sehen, gerade eben, ich habe schon eine Tankfüllung verbraten vom Herfahren und ja, jetzt das kleine bisschen hier hin und her fahren. Ich habe natürlich auch drauf gesetzt, so ein bisschen, dass wir die Airdrops haben mit den Stellstauben und so weiter. Zum Glück habe ich wenigstens einmal Stellstauben und Bodenanker geholt und dann zum Glück auch den Mechaniker mitgenommen, der einem die Bodenanker verdoppelt. Also statt 5 hat man dann 10. So, denn die habe ich schon gebraucht. Denn da vorne an dieser Stelle, wo wir letztes Mal einfach rübergefahren sind, in die andere Richtung geht das leider nicht so. Ah, da bin ich hängen geblieben. Vorne mit dem Step. So, und sowas ist halt auch zum Beispiel Bullshit, dass diese Kakteen irgendwie so mega Kollision haben, als ob das Steine wären oder sowas, keine Ahnung. Ich weiß nicht, die einen so auch zum Teil verlangsamen und sowas. Naja. Genau, das ist halt so das Ding, was mich an diesem Spiel nervt. Es passieren halt so viele Sachen, die man nicht beeinflussen kann. Zum Beispiel jetzt diese eine Stelle, wo wir da letztes Mal nicht hochgekommen sind mit dem KRS Bennett oder wo er nicht hochgekommen ist. Da kannst du halt einfach nichts machen. Das Einzige, was man vielleicht machen könnte, ist... Ah, ich habe den Motor noch gar nicht geschadet von dem. Oder schafft er das so? Jetzt vielleicht? So, sowas halt zum Beispiel auch. Warum schafft er das jetzt komischerweise hier nicht? Letztes Mal hat er es zum Beispiel mega easy geschafft. So, das verstehe ich halt auch schon wieder nicht. Gib doch Gas! So. Naja, diese Stufe hätte er eigentlich schaffen müssen. Ich meine, wenn es der Step schafft, dann sollte es der KRS Bandit erst recht schaffen. Aber naja, was soll's. Wir sind ja jetzt auf jeden Fall ein bisschen weiter. So. Und ich weiß, die schlimmste Stelle kommt halt noch. Oder ihr wisst es ja auch, ihr habt ja das letzte Video wahrscheinlich gesehen. Wenn nicht, dann guckt es euch an. Aber vielleicht auch nicht. Weil... ich da eine Rage Quit hatte. Ich hatte einfach keine Lust mehr auf das Spiel. Weil ich habe immer noch... Also es ist halt jetzt ein paar... eine halbe Stunde später oder sowas. Da bin ich ein bisschen beruhigt. Ich habe trotzdem immer noch sehr wenig Lust auf das Spiel. Aber ich will es halt einfach schaffen. Das ist so wie... bei Dark Souls oder sowas. Wenn man immer und immer wieder an dem Boss stirbt. Aber man kann einfach nicht aufhören, den zu versuchen. Und so ähnlich ist es hier jetzt auch. So, und jetzt zum Beispiel bleibt der KRS Bandit an diesem kleinen Stein, wo er ganz klar drüber fahren könnte, weil der ist noch nicht mal
halb so hoch wie der Reifen von dem. Da bleibt er jetzt dran hängen, wisst ihr? Das sind halt so eine Sachen, das ist halt kompletter Bullshit. Und man kann da einfach nichts gegen machen. Man kann da nichts machen. Und genau das ist das, was mich so ein bisschen aufregt. Es fehlt ein bisschen mehr Kontrolle über die ganzen Sachen. Bei SnowRunner haben die es komischerweise sehr, sehr gut hingekriegt, dass man alles ziemlich gut kontrollieren kann. Und deswegen ist es nicht so frustrierend bei SnowRunner. Natürlich gibt es da manchmal Sachen, die dann passieren, die halt auch ein bisschen doof sind. Aber auch allein schon hier, dass man immer wieder den Motor starten muss von dem KRS Bandit, ist halt auch schon wieder so ein Blödsinn. So, und warum er jetzt da nicht hochkommt, ich ziehe ihn die ganze Zeit sogar und er hat den Motor an. So, das ist so, als ob der einfach gar nicht mithilft. Als ob, weiß nicht, dann brauchst du ihn auch nicht den Motor anmachen, theoretisch. Weil der hilft sowieso nicht mit. So, ich versuche mal hier ein bisschen aus einem anderen Winkel zu ziehen. Mal gucken, ob das klappt. So, und das war ja noch nicht mal die schlimme Stelle. Da sind wir ja letztes Mal eigentlich ganz gut oder einigermaßen gut hingekommen. Ach so, ja, die Sache mit der Winde war ja auch noch. Das verstehe ich halt auch einfach nicht, wie man das so machen kann. Dass es einfach nicht richtig funktioniert mit der Winde. So, und ich verstehe halt auch nicht, wir haben die Handbremse jetzt drin. Komplett. Achso, okay, warte mal. Ach, niedrigen Reifendruck. Sicher ist sicher. Und warum rolle ich dann noch ein bisschen zurück? Normalerweise müsste man stehen bleiben. Weil ich bin jetzt nicht auf engem Gelände, was rutschig ist oder, weiß ich nicht, so extrem matschig oder sowas. Das ist halt. So, und jetzt ist halt auch immer das Ding, wenn, sobald ich die Winde dran mache, löst sich die Bremse von dem und ich muss sofort Gas geben und die Handbremse lösen. Ansonsten zieht er uns direkt noch weiter zurück und er fällt auch die ganze Zeit zurück. So, das ist halt, das ist einfach schlecht gemacht. Was soll ich sagen? Das Spiel ist halt zum größten Teil halt einfach schlecht gemacht. So. Und warum bleibst du jetzt hängen? Man weiß es einfach nicht. Weil es ist Expeditions. Es ist halt einfach Bullshit hoch 3. So. Ich habe gesagt, ich werde fluchen, ne? Also, das war keine Untertreibung oder sonst irgendwas. Weil ich einfach schon weiß, dass das Spiel wieder kompletten Bullshit macht. So. Ich gehe mal da dran, weil ich versuche, ihn von ihm aus weiter nach rechts, von uns aus weiter nach links zu ziehen. So. Starte auch den Motor von ihm. So, und jetzt kommt er hier nämlich nicht hoch. Warum auch immer. Das ist halt so, das ist halt richtiger Bullshit. Man sieht, dass die Reifen da theoretisch hochrollen würden, weil der KRS Bandit ist halt auch so hoch. Ich erinnere nur daran, wie wir diese krassen Stufen hochgekommen sind mit dem Acteon zum Beispiel. Und der KRS Bandit schafft das jetzt nicht, oder was? Das ist halt kompletter Bullshit. Das ist halt wirklich richtiger Bullshit. So, und jetzt komischerweise schafft das, oder was?
weiter nach rechts zu fahren. Aber jetzt ist halt auch schon wieder so eine Stelle. Man weiß einfach nicht, warum der jetzt nicht da weiterfährt. Das ist halt... Ich verstehe es einfach nicht. Entweder, weil man es nicht so richtig sehen kann. Oder weil es halt einfach nur Bullshit ist. So. Weil es halt eigentlich keinen richtigen Sinn hat. Oder keinen richtigen Grund. Ich weiß es nicht. Deswegen, das verstehe ich an dem Spiel halt einfach nicht. Und ich verstehe halt auch nicht, wie man sowas rausbringen kann. Wenn man vorher so eine, weiß nicht, Meisterleistung mit SnowRunner gemacht hat. Dann bringt man so einen Dreck raus. Ganz ehrlich, es ist halt einfach nur Dreck. So. Es ist ein fucking Offroad-Truck. Der fucking KRS Bandit. Entweder die haben den so extrem schlecht gemacht in diesem Spiel. Oder weiß ich nicht. Es passiert einfach nichts. So, als ob der gar nicht an wäre. Aber der hat den Motor an und... Normalerweise müsste er, weiß nicht, hochgezogen werden. So, und jetzt ist halt auch wieder das Ding, jetzt ist er wieder zurückgerollt. So, weil es einfach Bullshit ist. Digga, geh doch in fucking Lastengang mit diesem Scheiß-Truck. Und roll nicht zurück. Was ist denn das für Blödsinn? Ich weiß nicht, wer sich das ausgedacht hat, diese... Weiß ich nicht, diese Abschleppmechanik in dem Spiel ist halt einfach nur zum Kotzen. Und damit sollst du hier so eine krassen Steigung hier schaffen. Weiß ich nicht. Ist einfach Blödsinn. Es ist halt einfach nur Blödsinn. So, und ich sehe es schon kaum. Der Tank ist bald wieder leer. Und wir sind kein bisschen weiter. Hundertprozentig. Jetzt muss ich den in die andere Richtung ziehen und jetzt muss er hier über diese Steine rüber. Und das wird auch schon wieder ein Kampf. Das wird genauso ein Kampf wie gerade eben. So. Weiß ich nicht. Und hier ist es noch schlechter. Guck mal, da ist auch der Affin, der Aktion. Richtig hübsch, die beiden. So. Ich schalte wieder auf morgens, weil ich habe keine Lust hier auf diesen Sandsturm. Kack. Weiß ich nicht. So. Okay. Und das ist halt jetzt auch das Ding. Ich muss, obwohl ich kann das auch so machen, die Winde an den anbringen. Und ich muss sofort Gas geben, so das ist. Hey. Weiß ich nicht, ey. Es macht halt einfach. Es macht halt nicht wirklich Spaß. Ich muss es halt einfach so sagen. Und jeder, der sich überlegt, der dieses Video sieht und sich überlegt, ey, würdest du das Spiel empfehlen oder nicht? Ey, ich muss halt sagen, nein. Ich muss einfach sagen, nein. Es macht nicht so viel Spaß wie SnowRunner. Wenn ihr irgendwie sowas in der Art von SnowRunner haben wollt, es ist nicht so gut wie SnowRunner. Überhaupt nicht. So, und jetzt? Hundertprozentig bleibe ich an dem Baum hängen. Ja, das ist sowas von klar. So, aber ich kann da nicht wirklich was machen. Ich muss den halt irgendwie wieder komplett anders rumziehen.
Jetzt muss ich hier irgendwie komplett drauf fahren, um den da zur Seite zu ziehen. So, das ist... Ey, diese Stelle ist halt echt beschissen. Ist einfach nur beschissen. So. Und jetzt gleich wieder Gas geben, weil sonst zieht er mich runter. So. Bam. Ja, und ich bin fast runtergeflogen da. Weiß ich nicht. Ey, wer sich das ausgedacht hat hier, vor allem dann noch diesen, den Baum da noch hinzumachen, wie so ein richtiger Huso. Also so ein richtiger Huso. Ich weiß nicht, wer vom Saber Interactive da, weiß nicht. Weiß ich nicht. Und das ist hier noch nicht mal irgendwie eine der letzten Karten oder sonst irgendwas. Das ist halt... So. Das Tank ist leer. So, und... So, wir setzen Bodenanker. Ich keine Lust habe hier... noch länger rumzudödeln, ja. Da setzen wir einfach noch ein. Nein. Da reißt doch den Affim da jetzt nicht, oder? Sowas kommt da halt noch mit dazu. So eine Bullshit-Sache zwischendurch. Ach, weiß ich nicht. Es macht einfach keinen Spaß. Was soll ich sagen? Ja, und jetzt ballert er da wieder gegen Baum oder was? Ey, nee, ey. Und jetzt kommt er da nicht hoch, ne? Weil das zu hoch ist. Das ist halt auch schon wieder sowas von klar. So. Dann... Affin schalten. Naja, das ist der falsche Truck, aber macht nichts. Hier muss ich auch ein bisschen zur Seite fahren. Vielleicht können wir den auch mit dem Affi ein bisschen ziehen. Ein bisschen zur Seite. Weil ich will den jetzt nur hier so ein bisschen zum Affi ziehen. Ich weiß nicht, ob der Affi das schafft. Oder ob ich den Step da jetzt wieder hinbringen muss. Wäre natürlich schön. Und dass man durch dieses ganze Menü immer wieder muss, wenn man einen Truck wechseln will, das ist halt bei SnowRunner einfach so viel besser gelöst. Mann, ich verstehe nicht, wie man... Glaube ich, erstmal noch ein bisschen zurückfahren. Ich verstehe nicht, wie man etwas verbessert, aber eigentlich ist es einfach viel schlechter. Das ist halt nach. Ja.
Tank ist wieder halb leer. Es wird gerade nicht besser, weil er da jetzt an diesen Packsteinen festhängt. Das ist halt auch schon wieder so ein echt einfach nur so ein schlechter Witz. Ganz ehrlich, diese zwei Steine hier jetzt, ne? Die hätten die auch sein lassen können jetzt noch. Die da so komisch im Weg sind. Na, jetzt fahr doch nicht da wieder zurück. Ey, ohne Witz. Jetzt hat er keinen Treibstoff mehr, oder was? Du willst mich doch jetzt verarschen. Der hat keinen Treibstoff mehr. Ey, ohne Witz, dieses Spiel. Ey. Das ist der größte Rotz, den es einfach gibt. Es ist so ein beschissenes Rotzspiel. Wie kann man so eine Scheiße machen? Ohne Witz, jetzt gibst du ihm auch noch einen Tank, der fucking, weiß ich nicht. Der hat doch gar nichts gemacht. Das ist das Ding. Er hat einfach null mitgeholfen. Und komischerweise ist trotzdem dieser scheiß Tank leer. Ey, das ist der größte Scheißwitz überhaupt. Nein, ich will nicht zum Aktion wechseln. Ich will zum fucking Affim wechseln. Aber lässt er mich auch nicht. Das ist, ey. Das ist der größte Witz. Und dann kann man den noch nicht mal nachtanken. In diesem Scheißspiel. So. Geheim, kann man nicht irgendwas machen, aber. Nee, ich kann nur mit dem Step handeln. Ohne Witz, ey, dieses Spiel ist der letzte Dreck überhaupt. Ey, das ist. Das kannst du dir einfach nicht ausdenken. Und jetzt habe ich auch keinen Windpunkt irgendwie hinten oder sowas, dass ich den vielleicht noch, weiß ich nicht, ein bisschen rumziehen kann oder so. Nee, kriegst auch keinen Windenpunkt einfach hinten. Was ist denn das für ein Dreck? Ey, das ist... Mann, wie kann man so eine Scheiße programmieren? Wie kann man nur so ein... Welcher Idiot hat das abgesegnet oder hat sich das ausgedacht? Das ist... Weiß ich nicht. Es macht einfach überhaupt keinen Spaß, dieses Spiel.
Es macht null Spaß. Das hat nichts mit fucking Expedition oder sonst irgendwas zu tun. Das ist einfach nur, damit du einen fucking anderen mal wenigstens einen anderen Truck hast. Weil die anderen Trucks alle einfach scheiße sind, bis auf der Arcteon. Die sind halt alle einfach nur scheiße. Nein, anstatt einfach mal irgendwie, weiß ich nicht, noch mehr Trucks anzubieten oder weiß ich nicht was, nee. Musst du dir die freispielen? Ja, alles gut. Das ist auch cool, dass man sich die freispielen muss. Aber wenn du so eine beschissene Kackmission da hast, um dir deinen Truck freizuspielen. So, ich bleib da jetzt so gegengestemmt. Ich weiß nicht, ob der so bleibt, wenn ich den Truck wechsle. Mann, diese scheiß Handbremse, Mann, weil diese Steuerung auch schon wieder. Ey, ich versteh's einfach nicht, wie man so viel Scheiße bauen kann mit diesem Spiel. Ohne Witz. Tut mir leid, dass ich so viel fluche, aber ich hab's auch gesagt, dass ich fluchen werde, weil dieses Spiel ist einfach nur der letzte Rotz. So. Jetzt ist eigentlich nur geradeaus fahren. Nur geradeaus fahren. Was klappt einfach nicht? Warum nicht? Weil er da so ein bisschen an den Steinen da schubbert oder was? Menü ist halt auch zum Kotzen, dass er immer wieder diese scheiß Aufgabe als allererstes wieder auswählt, Mann. Ich will nicht scheiß Aufgabe haben, sondern, ja, von hier sieht man's. Weil er mit der dritten Achse da nicht rüberkommt. So, aber zur Seite drücken lässt er sich halt auch nicht. Das ist halt auch. Weiß ich nicht.
Ohne Witz, ich verstehe es einfach nicht, wie man sowas machen kann. Ich will auch gar nichts mehr zu sagen irgendwie. Ich habe auch einfach keine Lust mehr, ehrlich gesagt. Aber ich weiß, wenn ich das nochmal versuchen will, dann muss ich wieder komplett rumfahren und keine Ahnung was. Das ist ja halt auch das Schöne an dieser beschissenen Missionsstruktur. Sogar im freie Fahrtmodus so. Ey. Hier ist alles schon so weich gefahren, dass man auch einfach überhaupt keinen Grip mehr hat. So, alles komplett umgepflügt. So, Treibstoff ist auch schon wieder fast leer. Das ist so... Ey, dieses Spiel ist zum Kotzen, ohne Witz. Es ist einfach zum Kotzen. Geht halt einfach gar nicht. Das ist halt, weiß ich nicht. Mann, das ist schon wieder dieser eine Kackstein da, oder was? So ganz ehrlich, wer hat diese verkackte Mission designt, Alter? Wie kann man so scheiße sein? Ey. Ohne Witz, Mann. Ja, und jetzt noch mit diesem scheiß Dings dazwischendurch. Mit dem scheiß verkackten Haken da. Mann, ey.
Ey, das ist die größte Rotze, die es einfach gibt auf dieser Welt. So, ja, genau, roll noch weiter zurück wieder. Weil ich ja nur einfach das scheiß Fahrzeug gewechselt habe, ey. Dieses Spiel mit dieser Kackphysik, ohne Witz. Mann, und diese scheiß Steuerung, Mann, die kotzt mich auch einfach an. Warum nimmt man nicht einfach die scheiß Sora-Steuerung, ey, ohne Witz? Wie kann man so beschissen sein? So. Jetzt habe ich den zur Seite gedingst und jetzt wechsle ich. Ich will immer dieses scheiß Menü von SnowRunner aufmachen. Weil das einfach die viel bessere Variante ist, dieses Spiel zu steuern als alles andere. Das ist halt jetzt auch das Ding. Es fühlt sich halt einfach überhaupt nicht gut an, weil ich einfach nur einen Truck hier hochgezogen habe. Und ich habe halt immer im Hinterkopf jetzt, dass wenn wir irgendeinen anderen Truck bergen müssen oder sonst irgendwas, das genau so eine Scheiße sein wird. So. Und deswegen macht mir... Das ist hier noch nicht mal befriedigend. Das ist noch nicht mal befriedigend, dass ich den nicht hier hochgekriegt habe. Das ist, weiß ich nicht. Es macht einfach keinen Spaß. So, vor allem, was hat der jetzt einen fucking, weiß nicht, hat er jetzt die Handbremse drin oder was? Weil... Selbst im, wenn ein fucking Wagen im Leerlauf ist, kriegt man den hier schneller durch. Weiß ich nicht, ey. Es macht halt einfach keinen Spaß. Es macht keinen Spaß. Oder wenn ihr euch überlegt, dieses Spiel zu holen, macht es nicht. Macht es einfach nicht. Weil so ein Scheiß darf nicht unterstützt werden weiter. Das ist halt das Ding, was man immer wieder, oder was ich auch sehr oft gehört habe und auch eigentlich auch sehr gerne predige. Man wählt halt bei solchen Sachen mit seinem Geld. So, anders kannst du das nicht beeinflussen, diese ganze Kacke hier. Und ganz ehrlich, ich weiß nicht, wenn ich jetzt vor der Wahl stehen würde, ob ich das Spiel nochmal refunden würde oder nicht, ich würde es sofort machen. Ich würde es sofort machen, weil es ist einfach nur rausgeschmissenes Geld. Es macht einfach keinen Spaß. Selbst die verkackten Holzaufträge bei SnowRunner machen einfach mehr Spaß als das hier jetzt. Die weiß ich nicht. Man kann sich das wie eine Waage vorstellen, die guten und die schlechten Sachen an diesem Spiel. Und es ist so viel einfach schlecht dabei, dass wenn man ab und zu mal so ein kleines Goldstück auf die positive Seite wirft, dass es einfach nichts ausmacht. Weil auf der schlechten Seite ist, weiß ich nicht, 10 Tonnen Beton. Oder Blei oder keine Ahnung was. So, und jetzt habe ich auch noch die Befürchtung, dass ich hier jetzt einfach nicht richtig vorbeikomme.
Sondern da oben lang hätte lang müssen, oder was? So, und jetzt wieder so ein, weiß ich nicht. Nein, zieht doch nicht ganz dahin. Mann. Ich weiß jetzt schon, dass er da jetzt irgendwie umkippt oder keine Ahnung was, ne? Nee, ey, so. Das war so klar. Das war sowas von klar. Einfach nur. Dieses Spiel hat einfach keinen Bock, dass man. Auch weiß ich nicht. Das war schon wieder so. Ach man, jetzt ohne Scheiß. Jetzt kommt er da rückwärts nicht hoch oder was? Ey, dieser verkackte Step. Ohne Witz. Das ist einer der schlechtesten Trucks, Mann. Und der, aber der Einzige, der einem was bringt hier in diesem Spiel, weil er fucking schwer ist. Ey, wie kann man auch, dieses Spiel ist so scheiße. Es ist einfach nur scheiße. Ich versuche das jetzt einfach so irgendwie den da rumzuziehen oder keine Ahnung was. Ja, leck mich. Vor allem, der Tank ist jetzt auch schon wieder fast leer und ey. Wenigstens habe ich jetzt irgendwie komischerweise einen Ankerpunkt hinten. Beziehungsweise einen Windenpunkt. Kann ich jetzt dran machen. Warum auch immer. So, aber vorher geht's nicht, oder was? Das Spiel ist inkonsequent. Es ist, weiß ich nicht, unnötig einfach nur. Es ist unnötig. Die Steuerung ist unnötig kompliziert. Ich weiß nicht, warum sie es nicht einfach gemacht haben wie bei fucking SnowRunner. Es ist halt, ich hab's schon mal erklärt mit dem Reifen. Aufpumpmenü. So, wozu mache ich da eine eigene Taste für? Wenn dann sowieso ein Menü aufploppt und ich da dann erstmal noch was einstellen muss, dann kann ich auch genauso gut, sogar noch besser, weil du dann keine Taste dafür blockst, das SnowRunner-Menü aufmachen und das da auswählen. Das macht halt einfach null Sinn. Es macht überhaupt keinen Sinn. Auch so das Ding. Ich glaube auch nicht, dass ich den jetzt hier wieder aufgesteckt habe. Ich glaube, ich muss den so einfach in den Bereich ziehen. Weil in diesem Spiel, das ist irgendwie, weiß ich nicht. Ist mir egal. Was soll's. Ich muss erstmal auftanken. Ach, ich habe ja noch ein Ding so. So, wenn ich jetzt eine Stellschraube benutzen könnte, um den da wieder aufzustellen, das wäre doch mal eine coole Spielmechanik, oder? Ach, schade, geht nicht. Ja, weil die Entwickler einfach Vollidioten sind. Ohne Witz. Nee, bloß nicht irgendwie gutes Gameplay oder sonst irgendwas. Nee. Mach es bloß nicht dem Spieler angenehm. Weil dann könnte es ja sein, dass er dein Spiel mag.
Weiß ich nicht. Ich hoffe nur, dass der KRS Bandit einfach ein besserer Truck ist als dieser verkackte Step. Und diese Steuerung, ich hasse es. Ich werde mich einfach niemals dran gewöhnen. Ich verstehe es einfach nicht, warum man einfach eine Steuerung nicht einfach so lässt wie bei SnowRunner. Ohne Witz. Es hat keinen Mehrwert. Es hat original keinen Mehrwert, dass die Steuerung anders ist. So. Wir hatten Glück, dass du in der Gegend warst, sonst wäre all die Ausrüstung jetzt weg. Danke. Ja, bitteschön. So. Und jetzt mache ich das, was ich eigentlich schon die ganze Zeit seit letzter Folge machen wollte. Und zwar mit dem wunderschönen Don 71 mit der coolen Bemalung das Upgrade holen. Deswegen habe ich den auch nochmal mitgenommen. Ich habe mir gedacht, ja, drei Trucks mit voll mit Kraftstoff sollten eigentlich ausreichen. Wäre ja aber anscheinend auch schon wieder knapp geworden. Obwohl der Afim hat, glaube ich, noch hinten alles voll, ne? Oder auf jeden Fall so 150 Liter oder sowas noch. Irgendwie sowas. So. Und zum Beispiel das ist schon wieder... Macht viel mehr Spaß, hier durchzuheizen mit dem kleinen Don 71, als irgendwelche dummen Trucks abzuschleppen hier. Oder diese vibroseismischen Untersuchungen sind auch der größte Rotz. Weil dieser Aufbau dafür ist halt so die größte Kacke. Ist einfach nur unnötig schwer. Der Schwerpunkt verändert sich so beschissen. Und dann musst du hier durchfahren mit dem Kack. Das ist, das macht halt keinen Spaß. So, Realismus schön und gut. Das ist hier so die ganzen Steine und was auch immer und diese ganzen Stufen und sowas sind. Aber ey. Dann mach es auch realistisch und wenn da eine Stufe ist, die nur halb so groß ist wie der Reifen, wo die Achse auf jeden Fall über der Stufe ist, dann kann der Reifen da drüber fahren oder hochrollen mit genügend Kraft. Aber warum das jetzt bei dem KRS Bandit nicht funktioniert? Oder warum das nicht funktioniert, wenn man einen Wagen abschleppt oder sowas? Weiß ich nicht. Das ist... einfach nur ein Witz. So. Und das ist hier einer der coolsten Aspekte in dem Spiel. Dass man sich so runterlassen kann. Das macht am meisten Spaß, meiner Meinung nach. Und eigentlich hätte man irgendwie so ein Gameplay, mehr auf so ein Gameplay setzen sollen. Und nicht auf so ein komische... So. Upgrade erhalten. Spezialreifen-Set. Die ultimative Waffe gegen die tiefsten Sümpfe. Bietet die beste Offroad-Performance auf Kosten der Traktion auf Felsen. Ah, okay. Also Offroad sehr, sehr gut, aber Felsen wird man nicht wirklich drauf fahren können. So, wir gucken mal. Für den Jahr 87, sehr schön.
wie den Khan Marshall, der fehlt mir auch noch. Eigentlich müsste ich, glaube ich, mal einfach in die Karpaten und da irgendwie raussuchen, welche Mission man machen muss, um den Khan freizuspielen, weil den hätte ich sehr, sehr gerne. Und den Colli 293M Pack. Das ist dieses mega gepanzerte Fahrzeug, glaube ich, ne? Das hatten wir auch noch irgendwo hier auf einer Map. Müssten wir eigentlich auch noch bergen. So, ich glaube, man muss es eigentlich nur wieder aufstellen oder sowas. Ich weiß es nicht. Egal. Ich glaube, vielleicht machen wir das ab der nächsten Folge, dass wir in die Karpaten gehen. Dass wir Arizona erstmal verlassen. Und vielleicht erstmal den guten alten Mud Bandit vielleicht spielen. Vielleicht macht das Spiel dann auch ein bisschen mehr Spaß. Mal gucken. Und außerdem nächstes Mal können wir uns den KS Bandit angucken. Mal gucken. Yes. Wenn euch die Folge gefallen hat, gerne einen Daumen nach oben da lassen, einen Kommentar und ein Abo. Wenn ihr euch überlegt, das Spiel zu kaufen, tut es nicht. Ganz ehrlich, es macht einfach nicht so wirklich Spaß. Jetzt habe ich nur so ein kleines bisschen Euphoriegefühl, weil ich es geschafft habe. Aber eigentlich habe ich nicht so wirklich Lust, das Spiel weiter zu spielen. Ja. Trotzdem mache ich es, glaube ich, noch, weil ich halt gerne die Karpaten noch sehen wollen würde und den Mud Bandit. Yes. Sehr viel Bullshit in dem Spiel. Dieses Menü ist ein Witz. Dieses Menü genauso. Man hätte auch alles über ein Menü lösen können. Genauso wie. Jetzt kann ich das noch nicht mal benutzen, wa? Ich muss erst den Motor anschalten. Ja, jetzt kann ich Reifenfüllsystem anmachen. Das Menü genauso. Hätte man alles über ein Menü lösen können. Hey, hier, Reparatur von Sachen. Ja, ich habe, glaube ich, noch nie das gebraucht. Mitten in der Fahrt oder sonst irgendwas. Volltanken, ja, okay. Hätte man so lassen können. Aber dann hätte ich auch hier lieber die Geräte oder das Reifenfüllsystem oder sonst irgendwas gehabt. So mit ganz viel Luft und ganz wenig Luft oder weiß ich nicht. Und ja, das ist halt Standard SnowRunner. Naja, keine Ahnung. Ich weiß nicht, was ich sonst noch sagen soll. Ist kein gutes Spiel. Spart euch das Geld. Holt euch lieber SnowRunner mit den ganzen Seasons, da habt ihr viel mehr Spaß und viel mehr zu tun. Yes. Bis zum nächsten Mal.